Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Spiegel 7D2D. Wir starten mit einem neuen Tag. Heute werden wir ein bisschen graben vom Haus. Ich schaue gerade mal nach, ob hier irgendwo Besuch ist. Aktuell sehe ich keinen. Bei Gelegenheit werden wir dann mit dem Fahrrad losdüsen und noch ein bisschen die Kiste holen und nebenbei ein bisschen Loot. Ich hatte versucht, heute Nacht ein bisschen umzubauen. Wollte die Teile aufnehmen, was nicht so recht klappte. Aber irgendwann kriegt er raus. Das geht irgendwie mit was. Hier können wir gleich noch herstellen. Ein paar Spikes. Jetzt haben wir schon Munition gebaut, fleißig. Unser Maschinengewehr. So, jetzt gehen wir hier bei und bauen im Anschluss diese Eisenteile. Holz nicht. Diese hier. Maximum. Macht der im Anschluss. Ein paar haben wir im Gepäck, die werden wir gleich nutzen. Und gehen wir raus ein bisschen buddeln. Wir müssen damit anfangen irgendwann. Wir können jetzt zur Not hier flüchten. Die Teile immer abbauen oder mal sehen. Also hier wollte ich erstmal wegbauen, die Teile. Die Dinger hier. Also mal Picke nehmen. Picke. Und schauen mal, dass wir die wegkriegen. Zur Not mit der Axt. Schauen wir mal mit der Axt, nehmen die weg. Ja, toll. Oh, wir haben Besuch. Maschinengewehr ist ein bisschen besser. Wir können bei Bedarf auch mal zwei Schüsse machen. Deswegen baue ich jetzt vielleicht Munition. Aber dann brauchen wir ein bisschen mehr. Und dann müssen wir nochmal ein Draht holen. Dann gehen wir in unsere Mine rein. Kohle habe ich noch. Schießpulver. Ich melde gerade wieder Autokühler ein. Gucken, kein Zombie, das ist wichtig. So, mal gucken, wie wir am besten schaufeln, ne? Und zwar wollte ich hier anfangen, mit dem Rücken zur Tür. Leider kann ich noch keine Stahlschaufel herstellen, noch keine gefunden. Wenn wir eine finden, sind wir ein bisschen schneller, ne? Aber aktuell haben wir keine. Wir werden Stück für Stück uns vorarbeiten. Ich schaue die Puste aus. Doch gar nicht. Das ist so schwer. Ja, so ungefähr. Gut, Luft holen. Nehmen wir auf. Damit wir hier nicht zerstören. Wäre zu schade, um wegzuschmeißen, ne? Ich muss mal aufpassen, dass keiner kommt hier.
vorarbeiten. Ein paar Eisenbricks wollte ich noch legen, im Prinzip, dass die vorm Kran erstmal aufgehalten werden. Das dient auch ein bisschen zu meinem Schutz, falls ich die Brüder nicht höre. Später müssen da keine sein, da kommen welche in den Graben rein und gut ist. Hier kriegen wir alles zusammen, was wir brauchen. Oh, hier ist Stein. Straße. Also egal, muss weg, dann nutzt alle nichts. Die Straße machen wir später. Dann mir dann zu hart. Wir vielleicht nicht die Straße lang, sondern eher hier. Mal sehen. So um die Ecke. Könnt ihr auch meine Dinger mit rausbringen, meine... Oh, ich habe noch einen. Einen habe ich ja noch, glaube ich. Eine Kiste. So eine Schussanlage. Als Schutz. Und später müssen wir eine Brücke bauen. Oder so ähnliches. Erstmal provisorisch was hinbauen, was wir nicht entfernen können. Vorausdinger zum Beispiel. Sieht schon ganz gut aus. Das ist schon zu viel genommen, glaube ich. Ja, keine Schnur gespannt, ne? Ja, so ist das aber, ne? Muss gucken, ob die Aufnahme auch läuft. Leider ist das schon passiert, dass ich geredet habe und nichts passiert. Mikrofon war weit weg. So, würde ich da ranholen. Mit Lehm brauche ich alles zum Einschmelzen. Von daher ist es gar nicht mal nicht so umsonst, sagen wir so. Ich überlege auch, ob wir hier ein bisschen mit Steine arbeiten. Das sieht aber besser aus, ne? Aber später. Wenn wir die äußere Seite stabilisieren wollen, ne? Im Haus normalerweise. Normalerweise im Haus überlege ich mir wegen Keller. Aber noch nicht ganz klar, dass ich das machen will. Das macht nämlich Haufen Arbeit, das auszubuddeln. Das muss ja auch Sinn ergeben, ne? Macht ja keinen Zweck, hat ja keinen Zweck, wenn wir jetzt was buddeln. Und dann sieht schon mal gut aus. Also ein bisschen die Schräge lassen, damit wir rauskommen, ne? Schnell, dass wir auch wieder bei Gefahr flüchten können. Bei ein, zwei daraus nicht flüchten, aber wenn eine ganze Horde kommt mit 7, 8 Stück, da wäre das nicht vom Nachteil. So. Kurz Luft holen, weiter geht's. Erfahrung kommt immer noch Horde irgendwann. Das früh war nur einer, ganz früh vor 4 war auch einer gewesen, habe ich gehört, aber der hat sich ja irgendwo selbst erledigt.
Sollte mindestens 3 bis 4 tief sein, ne? Also, dass die dann auch nicht rauskommen so schnell. Das mache ich deswegen hier vorne, weil ich von da hier gut herschießen kann. Außer jedenfalls. Denn jeder Zombie bringt doch viel XP und die nicht gerade durch Spikes sterben, ne? Muss ich mal sehen, wie am besten geht. Ich hätte es einfach mal bald testen können hier vorne. So. Gehen wir frühstücken. Die Ecke noch hier. Sieht gut aus. Gut, frühstücken. Muss zu Stärken kommen, hab nämlich keine Kraft mehr. Das so ist das noch gar nicht mal so ideal, aber mal sehen, ich muss ja irgendwie hinkommen. Vielleicht mache ich hier auch eine Treppe runter, aber weiß ich auch nicht genau. Ja, wie sehr meldet sich um Hunger. Erst mal was Schönes. Ja. Das Wildschwein von gestern ist schon längst weg. Der hat einen Appetit, sag ich dir. Gibt's doch gar nicht. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben Maismehl. Vielleicht können wir was backen, mal sehen. Wir haben Maiskolben noch da. Das bereiten wir mal zu. So, Eier können wir nicht machen, haben wir keine mehr. So. Wir müssen nur Wasser haben. Was haben wir hier auch? 2 Flaschen sehe ich gerade. Was haben wir hier? Wasser. Wir haben noch trübes Wasser. Können wir ja ein paar kochen. Machen wir gleich. Geht gleich, dann Maisbrot. Das geht auch schon. Dann trübes Wasser geht mit Schnee. Wenn man in einer Eiswelt lebt, dann kann man auch Schnee sammeln und dann. Da bekommt man entsprechend aber Wasser mal kochen lassen. Wir schauen mal hier, was wir entsprechend noch vorübergehend Schiffen lagern können, was wir nicht mitschleppen müssen. Wir haben Besuch. Hallo. Seht die Ziege nicht. Erfahrung kommt noch mehr. Hunde. Na, waren alle. Die haben mich gerade gestört beim Frühstück.
Und dankbare Nachbarn. Die ist noch gefährlich und ich kann runterfahren. Also ein Graben, da kann ich gut reinschießen. Von hier jedenfalls. Okay. Dürfte erledigt sein. Gut, was ich viel früher nehmen müssen schon. Gut, da hat er auch nicht die Munition gehabt. Ne? Jetzt kann ich ja ein bisschen mehr herstellen. Die Draht muss ich haben. Muss ich mir holen, die 1000 Stück. Dann kann ich 1000 Schießpulver herstellen. Und dann. Der macht viel. So, jetzt mal gucken. Weißkohl. Das ist lieber. Kochen. Wir müssen ein bisschen unseren eigenen Vorrat nutzen. Die Dosen müssen zum Plus bleiben. Hier haben wir noch ein bisschen eingeschränkte Sicht, da muss ich dazu sagen. Ich will ja eigentlich, dass die Werkbank auch wegkommt hier und der Kamin. Das war alles noch nebenan rein. Damit wir. So. Genug gegessen. Am meisten jedenfalls. So. Binde. Wir setzen mal gleich unser anderes Zeug ein. Hier ist Sand, können wir auch entwerfen, ja. So ein bisschen Rot einwerfen. Ein bisschen weniger Erde, das können wir so machen. Kohle können wir zum Heizen und zur Not. Gehen wir hin rein. Wir müssen ein bisschen uns frisch machen. Also frisch auch, ja, und vor allem mit was essen, ne? Gut. Wenn wir noch Kuchen kommen. Essen wir alles, ne? Dann müssen wir heute noch was stärken hier. Ich kann das ausschalten. Einsiedlung wäre noch. Da haben wir unsere Schussmunition. Das freut mich besonders. Die Mission ist immer gut. Oh, werden wir nutzen. Wasser. Gehen wir rüber. Silbernackels habe ich immer gesammelt. Leere Dosen. Man kann auch konservieren. Kurzerhand mal Tür einbauen. Hier nicht. Nur für den Fall, dass sich kein Licht rauskommt, ne? Oder? Na gut, ist ja auch ein Blödsinn, weil. Ah, genau. Sind ungestört, ne? Dann können wir die Fackel hier mal zum wegnehmen. Und dann fällt das nicht ganz so extrem auf. Obwohl die ganz gut das auch hören, glaube ich, wenn ich bitte gehe. So, dann putzen wir noch einen Kuchen. Mit immerhin vier Ausdauer.
Das müssten wir eigentlich fast hochkommen. Hier noch einen Kaffee. Und dann gehen wir bei. Was wir ausmachen. Weiterfahren. Hier ist unsere kleine Empfangshalle für unsere lieben Nachbarn, falls wir doch mal durchbrechen sollten, wovon ich ausgehe. So. Das Jagdgewehr ist, was so weiter weg ist. Alles gut. Das Maschinengewehr zum Beispiel, wenn doch mehr kommen und man muss dann nachladen, dann ist es ganz gut. Hilfreich. Hätte ich viel früher nehmen sollen. Dussel. Schön leben. Der Buddel flink, der macht das ganz flink. So, hier noch was wegnehmen, von rechts. An der einen Ecke würde ich Ziegel auf der Steine als Wand. Sobald ich das halbwegs fertig habe, muss ich mal schauen. Mache ich deswegen nicht, dass sie sich im Haus angraben und unser Fundament unterwühlen. Wäre äußerst ungünstig. Um 12 geht los und dann schauen wir, wo die Kiste hinfällt. Die holen wir uns natürlich. So, da nochmal. Also immer ist der Graben wichtig, dann die Mauer. Weil wir müssen so mit dem Gas gehen. Wir haben so wenig Zeit. So, reparieren wir ganz kurz. So, das sieht mal ganz gut aus. Nur mal wegnehmen und rauskommen. So hoch springen kann ich nicht. So, jetzt sind wir weiter jetzt. Denn die Kiste hat da ab und zu noch ein paar schöne Sachen dabei. Von Munition über Essen. Vor allem den genießbares Essen, ne? Dosenfutter ist ja in Anführungszeichen gut konserviert. Und der andere ist ja das anfällig für krankhafte Reaktionen, sag ich mal so, ne? So. Das sieht schon ganz gut aus. Hier noch fix weg. Kurz ein paar Spikes stellen und dann ein bisschen zur Luft kommen. Wenn zu viele kommen, muss ich abhauen. Dann wäre ich so blöd, wenn ich hier stehen bleiben würde. So.
Der wird verloren. Nee. Müssen wir mal einen gelben Sack fallen lassen hier. So, ich wollte hier noch ein paar Dinge aufstellen bis zur Ecke. Muss ich mal ganz kurz ein paar da unten holen. Und zwar. Erstmal eine Reihe. Ja, hier genau. Muss nur aufpassen, dass ich mir nicht weh tue. Genau, so. So wollte ich das mal. Jetzt wird die Ecke mal ein bisschen abgesichert. Bisschen. Und später kommt noch ein zweiter davor. Und jetzt werde ich hier mal ein paar mal rechts ziehen oder geradeaus. Oh, unser Wald wächst. Das Ding mal wegnehmen. Ich schaue mit der Gebüsch. Na. Obwohl der Wald ein bisschen zu dicht dran ist. Aber den fällen wir eh bald, ne? So. Noch zwei, drei. Genau hier dahin, so, na, da. Genau so. Mal schauen, dass keiner kommt. Ein bisschen. Das ist die sogenannte Schreierin. Wenn die auftaucht und schreit, dann sollen noch mehr kommen. Also, dann muss ich aufpassen jetzt. Zur Not flüchten. So, werden wir nicht fertig hier. Ich glaube, das ist Absicht. Sollen die ja im Prinzip aufhalten, damit ich sie in aller Ruhe abballern kann. Und wenn sie dann in den Graben fallen, kriegen sie den Rest. Vor allen Dingen können sie mich jetzt hier nicht erreichen. Die müssen immer die Eisendinger überwinden. Und das ist dann schon ein großer Vorteil. So, die Bauaktion geht gleich weiter. Ich mache mal eine kurze Pause. Dann mache ich mir hier mal Tschüss und ciao. Danke fürs Reinschauen. Ja, dann geht gleich weiter. Tschüss.